Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir beenden jetzt erstmal die Runde. Wir haben ja gestern doch einiges erreicht, haben schon mal die ersten Truppen. Ja, der hat sich von den Wunden erholt und ist wieder vor Ort. Das ist wichtig und schön. Ja, das ist nämlich ganz, ganz wichtig hier. So, wir haben hier einige neue Armeen jetzt mittlerweile da. Müssen aber immer so ein bisschen unser Geld im Auge behalten. Also noch machen wir 1800 gut. Das ist schick. Es sind auch einige Armeen im Aufbau. Das heißt, wir werden jetzt mal hier alles mobilisieren. Ja, inklusive unserem Napoleon Bonaparte. Und werden diese Sache mal komplett darüber schicken. So, damit wir hier nicht baden gehen, werden wir auch hier nochmal ein bisschen aufstocken. Halt Armee-Rekrutierung. Ach, da sind wir schon dabei. Wunderbar. Haben wir ja gestern auch noch was vorbereitet. Das ist cool. So, und ja, dann also wieder die Runde beenden. So. Und da sehen wir schon, da tut sich noch was. Die vereinen sich und verstärken sich wieder. Das heißt, da müssen wir unbedingt gucken, dass wir hier ein bisschen Gas geben, sozusagen. Halt, nein, das war jetzt falsch. Schön wieder zurück. Das war jetzt gerade die falsche Einheit angewählt. Ja, genau. Erstmal einmal da rein. So, jetzt sollte es genau hier wunderbar gut aussehen. Ich denke mal, damit sind wir schon wieder gut ausgerüstet. Die Einheiten müssen sich allerdings noch ein bisschen heilen. Das sieht noch nicht ganz so perfekt aus. Gut, dann lassen wir einfach noch eine Runde vergehen. So, da hinten kommt wieder Nachschub aus den Bergen. Das heißt, auch die stocken entsprechend wieder auf und legen jetzt alles so in Richtung Turin. Gut ist, dass der jetzt hier gerade so ein bisschen sich verkriecht. Das ist in dem Punkt schon mal sehr großer Vorteil. So, wir haben neue Einheiten bekommen. Wunderbar. Jawohl, haben also sehr, sehr viel aufgerüstet. Das gefällt mir. Wir sind hier schon wieder ganz gut ausgestattet. Das passt. Und auch hier sollten wir nun doch einiges mehr haben. So, hier fehlt noch ein bisschen was. Die müssen bis auf 45 hoch. Vorher würde ich auch nicht unbedingt sehr gerne die nächste Angriffswelle starten. Wir gucken jetzt nochmal schnell rein. Sind noch bei 628 im Plus. Das können wir soweit noch verkraften. So, der geht da unten Richtung Turin runter. Da müssen wir jetzt mal gucken. Da läuft einer nach oben. Oh, die verstärken sich nach oben. Haben sich jetzt da zusammengeschlossen. Das ist okay. Gucken hier auf die Armeen. Ja, das sieht schon mal deutlich besser aus jetzt. Haben neue Einheiten bekommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hier können wir nochmal einen rekrutieren, einfacher halber. So, und jetzt bin ich gerade überlegen. Jetzt haben wir natürlich einige schon los. Wollen wir jetzt hier noch einen Moment warten oder nicht? Hohe Verstärkungsrate ist schön. Die sind aber noch nicht so ganz fit. Ja, ich würde sagen, eine Runde warten wir noch. Da hat sich jetzt auch nicht viel getan von den Gegnern her, das ist gut. Wir konnten uns aber in der Zeit noch ein bisschen aufrüsten sozusagen. Sind jetzt auch hier gut ausgestattet. So, das passt soweit. Wie sieht es hier unten aus? Ich würde nämlich ganz gerne auch gleich Nachschub organisieren. Ne, wir machen 94 Miese. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Also schnappen wir uns mal hier unsere Herren der Volksmusik. Werden hier mal den nächsten Start loslegen. Ich würde auch gerne mal wissen, einmal eine Frage an die Profis. Schreibt es mal in die Kommentare, ob es eine Möglichkeit gibt, auch im Prinzip alle Einheiten auszuwählen, ohne dass man jede einzeln anklicken muss. So, wir werden uns mal wieder in Richtung Turin machen und den nächsten Angriff starten. Mal gucken, inwiefern wir da jetzt vielleicht wieder ein bisschen erfolgreich sind. Da ist natürlich ganz schön was geboten. Von der Erfahrung sind wir einen Ticken höher, aber ich weiß nicht, wie das... Oh, ja, sie sind reif. Das ist schön. Ich würde sagen, wir haben eine leichte Übermacht von der Anzahl her. Allerdings sind sie durch die Kanonen und die Erfahrung deutlich stärker. Vier Runden bis Aushungern. Wir machen mal...
Genau, wir machen einfach hier entsprechend weiter. Ilse Kasch, Sule Sypo de Femme, das ist ganz lustig. Ja, das ist dann so ein schöner Spruch von wegen, sie verstecken sich hinter den Röcken der Frauen. Das ist also auch schon mal richtig interessant. So, mal gucken, was jetzt passiert. Der kommt von oben runter. Mal gucken, schafft er das bis zum Dorf runter oder nicht? Das wäre natürlich nicht so toll. Auf der anderen Seite, wenn der uns angreift, ich glaube, der ist nicht so stark. Den müssten wir eigentlich schlagen können. Oh, die haben aber noch einiges da hinten dran. Ich glaube, gegen so eine Übermacht haben wir keine große Chance. Sollen wir es riskieren oder nicht? Einfach, um sie zu schwächen? Ja, ich würde sagen, wir versuchen es. Wir haben zwar verloren, aber wir haben den 488 Einheiten, ja, vernichtet sozusagen. Wir gehen jetzt hier mal einmal in den Rückzug. So, und jetzt können wir wahrscheinlich wieder nicht mehr ausweichen oder Rückzug machen. Nee, die sind natürlich deutlich stärker. Die haben auch den Heimvorteil. Wir sind also wieder mal futsch. Shit. Gut, aber auf der einen Seite haben wir die deutlich geschwächt. In Ordnung, zur Genesung in die Hauptstadt zurück. Eventuell Überlebende wurden gefangen genommen. Oh, also das heißt, wir sind total auf Null runter. Das ist ganz, ganz schlecht. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Das heißt, gleich hier wieder rekrutieren, was das Zeug hält. Gerade belegen. Nahkampfangriff 11, Nahkampfverteidigung 10. Ja, die sind natürlich die stärksten Einheiten und die schnellsten Einheiten. Allerdings müssen wir auch gucken. Was haben wir denn hier? 5 und 7? 7 und 9, die sind natürlich noch besser. So, dann werden wir hier erstmal sozusagen das Ganze nach oben durchprassen. So, einmal hier Vollgas geben. Und auch hier müssen wir uns verstärken, falls die nämlich aus irgendeinem Grund zum Gegenangriff ausholen. Ja, mal für jede Runde einen Kollegen hier aufbauen. Hier drüben haben wir ja noch ein bisschen was stehen, glaube ich. Gucken wir gerade mal. Ja, die sehen eigentlich soweit ganz okay aus. Die würde ich jetzt ganz gerne noch nicht verstärken. Wir machen noch Plus, das ist gut. Was wir aber machen könnten, wir könnten eigentlich hier hinten mal schauen, dass wir da auch noch ein bisschen verstärken. So, und werden diese Runde mal beenden. Ich denke mal, das sollte uns doch einen kleinen Vorteil bringen. Napoleon ist wieder zurück. Das heißt, wir sind hier wieder etwas gestärkter. Ja, das sieht schon mal gut aus. Dann werden wir mal hier komplett mit den Kameraden wieder in Richtung unseres Dorfes gehen. So, hier sieht es auch gut aus. Die drei Reiter sind auch fast wieder komplett genesen. Die Rekrutierung läuft. Desserse. Und ja, das passt soweit. So, da haben wir allerdings noch nicht allzu viel anzubieten. Gerade am Gucken. Ja, das Gestüt, was ist das? Ein Gestüt. Okay. Wenn sie diese Ressource angreifen, kann die besitzende Nation sie nicht mehr verwenden. Das klingt schon mal gut. Hat denn Turin noch irgendwas, was für die wichtig ist, was wir vielleicht noch klein kriegen? Weingüter, okay, das ist erstmal noch nicht so interessant. Da hinten ist natürlich eine Riesenfabrik. Ja, ist jetzt die Überlegung. Wir könnten doch mal was probieren. Fällt mir mal gerade so eine Idee ein. Wir haben ja hier den kleinen General. Vielleicht brauchen wir da auch gar nicht so viele Armeen. Wir gucken mal, ob wir uns in die Richtung hier mal zum Angriff machen können. Oder kommen wir, naja, fast nahe Turin vorbei. Würde sagen, dann bleiben wir in der Runde mal hier stehen. Und vielleicht mal da hochlaufen. So, dass wir so ein bisschen außerhalb der Reichweite sind. Das müsste uns doch helfen. Der hier unten, der sieht ja ganz okay aus. Das dürfte eigentlich im nächsten Zug dann auch passen. Genau, also erstmal diese Runde beenden. Im Moment hat noch keiner was gemacht, das ist schön. So, und jetzt haben wir hier schon mal eine richtig große Armee wieder zusammen. Und ich würde sagen, mit den Kleinen da hinten werden wir mal uns den Spaß machen und werden jetzt mal direkt den Angriff starten und mal gucken, ob da überhaupt irgendeine Gegenwehr zu erwarten ist. Ja, das finde ich ja mal richtig cool. Wir haben hier das Ganze in Ordnung gebracht. Ja, das heißt also, das gehört jetzt uns, das Gestüt.
Die Rekrutierungskosten für Kavallerien der Prozession. Okay, alles klar. Betrifft uns jetzt noch nicht direkt. Das betrifft uns erst, wenn wir im Prinzip hier mit Turin aufgeräumt haben. So, hier müssen wir natürlich jetzt wieder weiter rekrutieren. So. Und die können dieses aber schon mal nicht mehr benutzen. Jetzt ist die Frage, komme ich da noch hin? Jo, dann greifen wir da auch gleich noch das Weingut an. Dann sind die nämlich schon mal ganz schön geschwächt. Da dürfte, glaube ich, auch keine einsalben. Jawohl, das ist wunderbar. So, was hast du da zu erzählen? Ratschlag wiederholen. Das Aufkommen von Weingärten hat die Weinproduktion zu einem wichtigen Handelszweig werden lassen. Schaffen Sie Weingärten in Provinzen, in denen die klimatischen Bedingungen für den Anbau von Trauben erfüllt sind. Okay, das ist soweit klar. Okay, jetzt die Frage, wir müssen eigentlich gleich die Runde beenden. Haben wir jetzt soweit an alles gedacht? Rekrutierung läuft in vollen Zügen. Allerdings brauchen wir auch gleich wieder ein paar Pferdchen. So, von der Armee her sieht es ganz gut aus. Da haben wir noch ein paar Pferde frei. Das heißt, die schicken wir gleich hier hoch. Die lassen wir auch mal einen Ticken schneller laufen. So, und in der nächsten Runde werden wir dann zuschlagen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier die zusammenführen. Wunderbar. Das heißt, wir sind hier fast perfekt jetzt ausgestattet, haben sehr, sehr viel Kavallerie. Hier läuft auch noch die Rekrutierung. Da kommt in der nächsten Runde noch eine Einheit dazu. Das ist wunderbar. So, wir gucken uns hier das Weingut nochmal an, was ja uns jetzt gehört. Da haben wir auch noch eine passende Armee drin. Jetzt ist die Frage, haben wir da noch große Gegenwehr oder nicht? Wollen wir es probieren? Wollen wir einfach mal hochgehen? Ja, kommt. Wir gehen da einfach mal hin. Ich sehe nämlich da keine Einheiten drin. Vielleicht können wir uns das sogar krallen. Ja, das sieht doch mal richtig gut aus. Da ist auch nicht allzu viel zu holen. Und zur Kapitulation sind sie nicht bereit. Und wir sind deutlich in der Übermacht. Und ich würde sagen, wir holen sie uns. Genau, die sind komplett hinüber. So, und wenn wir jetzt also jetzt hier wieder die Auswahl haben, einmal das Plündern, da haben wir natürlich einen geringeren Wohlstand, erheblichen Schaden, naja, friedliche Besetzung resultiert in geringem Schaden und militärischen Gebäuden einer Siedlung. Das heißt, wir kriegen zwar direkt kein Geld, aber haben einen höheren ja, Wert im Prinzip und das Ganze ist natürlich jetzt auch in unserem Besitz. Und diese Sache gehört jetzt uns. So, als erstes reparieren wir mal das Ganze. Dann, oh, da können wir Kanonen, oh, da können wir Artillerie ausbauen. 8 Pfünder und 6 Pfünder. Wow, das war, glaube ich, verflucht wichtig. Also, wir werden natürlich hier gleich gucken, dass wir hier in die Reihe kommen. Das ist jetzt soweit wieder instand gesetzt, das Gebäude. Das ist gut. Und jetzt können wir rekrutieren. Und das ist ja mal richtig heiß. Reichweite 520. Nahkampf ist uninteressant. Wo haben wir denn den Schaden eigentlich? Zeigt er mir so gar nicht an. Schade, schade, schade. Die sind im Nahkampf etwas höher. Und Nahkampfverteidigung sind sie auch etwas höher. Und haben auch eine höhere Moral. Die sind also besser. Dann werden wir hier mal einfach ein paar Einheiten bauen. So, und dann haben wir nochmal die berittene Artillerie. Ja gut, die können wir uns dann auch bei Gelegenheit oder kommt, bauen wir noch gleich ein paar Gerittene rein. So, dann haben wir das soweit und Turin sozusagen fast eingekesselt. Jetzt gucken wir uns hier nochmal unsere eigentliche Hauptstadt an. Wie sieht's, also Hauptstadt ist es ja nicht, aber unseren Haupt, ja, Militärposten sozusagen. Das sieht richtig gut aus, alle sind wieder wohlauf und ich würde sagen, morgen, oh ja, 162 minus ist nicht so schlimm. Morgen werden wir uns Turin schnappen. Mal gucken, das sieht ja bisher ganz gut aus. Wir haben jetzt also die Außenbereiche schon abgeschnitten. Das heißt, die haben eigentlich gar keine Chance, dort jetzt irgendwas direkt zu machen. Haben nur noch Turin selber. Wir haben die Provinzen rundherum schon für uns gewonnen. Und wenn wir jetzt hier diese große Rubrik noch
Unzer nennen dürfen, haben wir hier so den halben Westen schon eingesammelt. Und ich denke mal, so langsam kommen wir auch richtig groß in die Puschen. Mal gucken, ob wir dann noch das ein oder andere auch erweitern können. Aber das werden wir morgen feststellen und nicht mehr heute. Ich bin zufrieden. So langsam kriege ich auch so ein bisschen Routine in das Ganze rein. Also, wir haben Aosta, Villa de Aosta, haben wir erobert. Plus das ja, Weingut und natürlich auch hier oben das nächste Gebäude, da muss ich jetzt aber selbst nochmal gucken. Das Weideland, das Gestüt. Ja, was können wir eigentlich mit dem Gestüt machen? Naja, gut, okay, das war das. Hier haben wir jetzt eine eigene, ja, eine eigene Sektion erobert. Mal gucken, was das uns bringt hier, das Weingut. Oh, die Zufriedenheit wächst, der Städtewohlstand wächst und der plus ein Städtewohlstand pro Runde in allen Provinzen. Wow, also das heißt, das geht insgesamt gut ab, bringt uns also auch deutlich mehr Kohle. Ja, und morgen gehen wir auf Turin. Für heute war es das. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus und tschüss.